Im Kreuzgang auf dem Weg in den Garten treffen wir ihn, Pater Tobias. Als Teil der Ordensgemeinschaft nutzt er den Garten oft als Zufluchtsort. Hier findet er Ruhe vor dem hektischen Alltag. Wohnen, Leben und Arbeiten, das alles vereint der Priester in der Hamborner Abtei. Aber was macht ein Ordenspriester genau? In erster Linie für die Menschen da zu sein. Natürlich muss man sich selber auch fit halten, durch Ernährung, durch Sport, wie auch immer, gesund halten, damit man dann auch die Kraft und die Energie hat, für andere Menschen da zu sein. Das ist das, wofür wir Priester ja auch da sind letztendlich. Niemanden wegschicken, jeder, der mit seinen Sorgen zu uns kommt, egal welche Sorgen er hat, erstmal anhören, ein Gespräch führen und dann, wenn man diese Probleme vielleicht selber nicht beantworten kann, dann vielleicht Fachleute hinzuzuziehen. Aber das Erste ist sicherlich Zeit für das Gespräch zu haben, für die Menschen zu haben. Den Ausgleich findet Pater Tobias im Sport. Dabei hat er im Laufen nicht nur eine Leidenschaft entdeckt, sondern auch eine Möglichkeit gefunden, gleichzeitig etwas Gutes zu tun. Um die 30.000 Euro erläuft er jährlich durch Marathons. Gespendet wird für den guten Zweck, unter anderem für ein von ihm gegründetes Projekt für benachteiligte Kinder. Wo genau das Geld hinfließt, wird jeden Montag besprochen. Wir versuchen, Kindern zu helfen von Hartz-IV-Familien, dass sie zum Beispiel Sportkleidung bekommen. Das heißt, sie bekommen die obligatorischen 10 Euro vom Staat. Die reichen vorne und hinten nicht, weil die Sportkleidung muss noch finanziert werden. Und ich weiß selber, was Sportschuhe kosten oder auch die anderen Kleidungsstücke. Und diese finanzieren wir. Oder halt Musikinstrumente oder. Also ganz viele Dinge. Bis hin, dass Kinder auch die Möglichkeit haben, an Familienfreizeiten, Kinderfreizeiten teilzunehmen. Im September soll es zusätzlich noch einen gemeinsamen Tag zum Sorgenvergessen geben. Dazu sind alle Kinder eingeladen, egal ob arm, reich, katholisch oder muslimisch. Aber auch diese Veranstaltung erfordert viel Vorbereitung. Es müssen Sponsoren gefunden werden, Spender gefunden werden, die diese Veranstaltung mit unterstützen. Dann müssen Ehrenamtliche gefunden werden, die diese Veranstaltung mit organisieren. Wir versuchen, eine Hüftburg zu bekommen. Kinder sollen geschminkt werden oder können sie schminken. Dann haben wir Papa Clown, ein ganz berühmter Veranstalter, auch der Kinderbelustigung macht, sodass Kinder auch viel Spaß an dem Tag haben. Nach der Besprechung schaut Pater Tobias noch im Sozialcafé vorbei. Ein ganz besonderes Café, denn hier treffen sich Menschen aus allen sozialen Schichten. Finanziell Benachteiligte bekommen diskret einen Nachlass und können die schöne Atmosphäre genießen. Diese schätzt Pater Tobias hier ganz besonders, denn hier sind alle gleich, auch er.